herzlich willkommen zu einem leichteren Leben. Und heute, da hissen wir mal die Segel gemeinsam mit Johann Kogler. Er ist Initiator von einer ganz von einem ganz besonderen Projekt. Und da geht es um, ja, wir verlegen mal die Schule auf ein Schiff und machen uns mal 6 Monate auf den Weg, die Welt zu erkunden. Aber wir wollen natürlich, dass die Schüler trotzdem am Ball bleiben. Deswegen bekommen sie dort auch Unterricht. Das ist im Grunde genommen ganz kurz mal zusammengefasst, warum es dieses Projekt gibt. Johann, das wirst du uns erzählen. Ich bin auf jeden Fall schwer begeistert, denn ich glaube, es ist eine Mischung aus Abenteuer, aus Erwachsenwerden und trotzdem wird die Bildung natürlich auch noch gefördert. Aber viel mehr erzählst du uns gleich. Ja, außerdem der Hexenkalender an diesem Dienstag mit unserer Hexe Stefanie Kralewski, die uns heute auch wieder ein besonderes Ritualfest, glaube ich, oder? Also sowas würde ich mir drunter vorstellen. Mhm. Ja, lass dich überraschen. Da macht sie schon wieder so. Hätte mich auch gewundert. Und sie hat eine wahre Geschichte im Gepäck, auch die wird sie uns erzählen. Und gerade eben noch, man kann es ruhig zeigen. Zeigt ruhig mal darüber. Und dann zeigt ruhig auch die Lisa. Solche Probleme entstehen in einer Live-Sendung. Hast du dich verknotet gerade mit unserem Alexander? Ja? Farblich passen sie sehr gut zusammen. Alexander, bis eben gerade eben noch bei Astro TV zu sehen und schwupp sitzt da schon im Leichte Leben-Studio. Ich komme gleich zu dir und erzählst uns ein bisschen, wie die Stunde gerade war und vor allem auch deinen Weg, wie du zur Spiritualität gekommen bist. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Jetzt aber erstmal, mein lieber Johann, es geht um wirklich ein ganz, ganz besonderes Projekt, das du ins Leben gerufen hast. Erzähl mal ein bisschen. 6 Monate gehen ein paar Schüler mit dir eine Weltreise machen? Ja, ist die ganz kurze Zusammenfassung. Ne? 34 Schüler von Hamburg in die Karibik und zurück, 11.000 Seemeilen, ein halbes Jahr. Das ist so der eine Satz, mit dem ich immer anfange. Warum? Ja, ich habe da einen konkreten Grund und einen allgemeineren Grund. Ich fange mit dem allgemeineren an. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass dieses Bildungssystem, das wir haben, nicht mehr ausreichend vorbereitet auf die Zukunft, die Schüler. Also ich glaube, ein System, wo Schüler in die Reihe gesetzt werden und verlangt wird, alle lernen zur gleichen Zeit das Gleiche in der gleichen Geschwindigkeit. Und dann wird benotet mit den Ziffern 1 bis 6, halte ich für nicht mehr zeitgemäß. Und es ist ja auch nachgewiesen, dieses System kommt ja aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts. Und da war Schule designed dafür, um individuelle Menschen zu produzieren sozusagen, sondern um gute Soldaten und gute Verwaltungsangestellte zu produzieren. Also mit diesem System arbeiten wir immer noch. Und ich glaube, kein Mensch würde sich im Berufsleben das bieten lassen, was wir den Schülern zumuten. Mhm. Ja, also dass Schüler völlig ungefragt ihre eigenen Begabungen in ein System reingehauen werden und dort Leistung erbringen müssen, die fragwürdig ist. Weil ich glaube, das ist natürlich ein Thema für sich, also über Bildungspolitik, über Bildungssystem hier in Deutschland zu reden. Aber um auf euer Projekt nochmal zurückzukommen, was ihr da natürlich tut, ist die Kiddies auf eine ganz andere Art und Weise aufs Leben vorzubereiten. Denn auf so einer 6-monatigen Reise, die prägt ja auch. Also jeder, der vielleicht sein Kind schon mal 6 Monate ins Ausland geschickt hat, der wird ein verändertes Kind wieder zurückbekommen. Was ist aber bei euch nochmal so anders? Also wie sehr werden da die Kinder geprägt? Auf dem Atlantik kann keiner weg, ne, wenn man da ist. Da ist einfach, da kann man nicht anrufen, da kann man keine E-Mail schreiben, da ist man wirklich dort. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass Lernen passiert nur dann, ich sag's mal so, übertragen, wenn es ein bisschen wehtut. Nicht im physischen Sinne, aber wenn es zu wenig ist, Anforderungen, dann ist Langeweile. Wenn zu viel ist, ist Frust. Man braucht immer ein bisschen mehr als 100%. Und auf dem Schiff, auf dem Atlantik, habe ich vielfache Möglichkeiten, um die Schüler genau dorthin zu bringen. Wenn sie zum Beispiel übermüdet sind und trotzdem die Wache gehen müssen. Wenn sie übermüdet sind und trotzdem kochen müssen zum Beispiel. Ja, also ich kann die Schüler in echte Herausforderungen bringen. Und ich glaube, das ist in dem Alter unglaublich wertvoll für Schüler. Mhm. Ja, weil das passiert in einer normalen Schule nicht. Die normale Schule, die macht ja immer nur Mittelmaß eigentlich. Ja, es ist aber natürlich auch, finde ich, eine Aktion, wo man sagt, wie werden die Schüler auch ausgewählt? Weil wenn ich da plötzlich mitten am Atlantik bin und mich packt mit 15, das ist das Mindestalter, was die Schüler haben müssten, meine Sehnsucht nach Hause, ich stehe das doch nicht durch, ich werde seekrank. Also sind das Probleme, die man auch schon oder auf die man dann vorbereitet ist? Ja, auf jeden Fall. Ich sage auch ganz offen, dass sowas passieren wird. Und ich bin ja großer Überzeugung, dass genau das, Sehnsucht nach Hause zu haben, ja, das gehört zur Fahrt ins Leben dazu, das gehört zum Großwerden dazu. Ja. Also ich glaube, das gehört dazu, sich von den Eltern zu lösen und erwachsen zu werden. Und Seekrankheit wird oft passieren, mir wahrscheinlich auch. Und Seekrankheit ist nichts Schönes, aber auch das ist etwas, wo man durchgehen kann, ja, wo man danach auch dann gestärkt ist danach. Also ich glaube, das sind Sachen, die werde ich ansprechen oder die habe ich auch bei den Schülern angesprochen. Ja.
Aber das ist ganz klar, damit rechnen wir und das ist ganz klar eingeplant, dass es so kommen wird. Du bist selber dazu gekommen, das Ganze ins Leben zu rufen, weil du so eine Erfahrung gesammelt hast. Wie lange ist das jetzt her und warum hast du gesagt, ich möchte das jetzt anderen eben auch ermöglichen? Ich habe es gemacht, genau. Ich bin die Reise schon mal einmal gefahren, genau die gleiche Route und habe auch gesehen damals bei meiner Reise, was alles schiefgelaufen ist. Habe gesehen, puh, da gibt es noch einiges zu verbessern. Ja, könnte man eigentlich noch viel besser machen und das möchte ich jetzt auch tun und wir haben auch viele Inputs gebracht jetzt, wo ich glaube, dass wir da schon nochmal neue Inhalte generieren können. Und ich habe gemerkt, vor allen Dingen, wie Schüler sich verändern. Also was in den 6 Monaten passiert. Es gibt immer diesen Satz, die gehen als Kinder aufs Schiff und kommen als Erwachsene wieder runter. Ja? Und wenn die wirklich mal freigelassen werden. So. Aber gleichzeitig in einem sehr, sehr klaren Rahmen, weil auf dem Schiff gibt es ja ganz klare Regeln. Das ist ja, bei uns keine Urlaubsreise, sage ich auch mal ganz klar. Ich hatte mal eine Schülerin, die hat gefragt, ob wir eine WLAN-Boje hinter uns herziehen oder ob, ist ja bei uns wie AIDA, ja, wo ich gesagt habe, nee, das ist bei uns genau das Gegenteil. Ja. Es ist sehr harte Arbeit, aber eine großartige Erfahrung in einer unglaublichen Umgebung. Es ist ja nicht nur diese Reise, die ihr da macht gemeinsam, sondern ihr habt Zwischenstationen, ihr haltet teilweise auch wirklich in gewissen Ländern an, um dort teilzunehmen und dort wirklich auch aktiv mitzuarbeiten, um ja auch mal zu sehen, wie andere Nationen, wie andere Menschen leben. Genau, wir besuchen insgesamt mindestens 8 Länder, 8 verschiedene. Ja. Und der erste Stopp ist, wir fahren in Hamburg los und dann geht es nach Lissabon und dann geht es auf die Kanarischen Inseln, auf die Kapverden, dann über Atlantik rüber in die Karibik. Großer Landaufenthalt ist in Costa Rica geplant, dann Mexiko, Kuba, Bahamas, Azoren. Also es klingt im Grunde nach einem Traumurlaub eigentlich. Ja, genau. Danach klingt es, aber es ist verbunden mit sehr viel Arbeit, weil die Schüler haben ein ganz klares Programm. Und der größte Landaufenthalt ist in Costa Rica, wo Sprachschule ist. Wir haben an Bord 2 Sprachen dabei, also Bordsprache ist Englisch. Das, wofür die Schüler immer ins Ausland gehen. Ne? Das ist ja der Hauptansatz, warum eigentlich Schüler ins Ausland gehen. Wir haben Bordsprache Englisch dabei und Spanisch-Intensivkurs noch. Ja? Also das heißt, wir haben 2 Sprachen an Bord. Und dort drüben ist dann unser großes Highlight, soll werden das Kaffeeprojekt, wo die Schüler Kaffee ernten, selber von Hand auf einer Kaffeefarm und den Kaffee mit nach Hause bringen. Und dann eine komplette Handelskette mal von A bis Z erleben wirklich. Mhm. Und ich glaube, das ist in der heutigen Welt, in der Coffee-to-go-Welt, sage ich mal, es ist eine tolle Erfahrung zu wissen, hey, wie kommt eigentlich dieser Kaffee nach Deutschland? Was ist da eigentlich, was steckt da eigentlich hinter? Was für eine Arbeit und was für eine Preisbildung? Und da kann man den Schülern, glaube ich, ganz, ganz viel nahe bringen, ja, und die daran auch dann Dinge einfach erfahren lassen. Also ich denke, es ist ein Abenteuer. Man muss vielleicht auch mit dem einen oder anderen, mit dem einen oder anderen Ungeschick vielleicht auch rechnen auf einer 6-monatigen Reise. Ihr habt aber einen Arzt an Bord, der sich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, großer Mast, man fällt runter, Oberschenkel-Halsbruch, den man sich dann zuzieht. Aber da ist dann auch für medizinische Hilfe gesorgt. Ja, absolut. Also es ist vorgeschrieben, auf solchen großen Schiffen muss man, wenn man über den Atlantik fährt, muss ein Arzt dabei sein. Ja. Wobei da erzähle ich mal gerne diese Geschichte, die ich hatte auf meiner Reise, eines der bewegendsten Erlebnisse in meinem Leben. Als wir damals bei den Kapverden waren, da waren wir 300 Seemeilen dann vor Afrika. Und man fährt ja so weit südlich, bis man den Passat erwischt, um rüberzufahren. Und dann hat uns der Kapitän zusammengerufen und hat dann gesagt, so Leute, mit diesem Schiff, mit dem wir fahren, das ist eine Brigg, mit der kann man sehr gut vor dem Wind segeln, aber nicht so gut gegen den Wind zurück. Und da hat er gesagt, wir sind jetzt 300 Seemeilen vor Afrika und jetzt holt uns keiner mehr raus. Also jetzt ein Hubschrauber kann es noch genau kommen, aber danach ist Schluss. Und wir können es nur noch geradeaus fahren. Und es gibt, aus der Antike gibt es diese Überlieferung, wenn Heerführer ein Land erobert haben, dann haben die Schiffe verbrannt am Strand und haben den Soldaten gesagt, entweder wir siegen hier oder wir sterben hier. Und bei uns geht es jetzt wirklich nicht um Sterben, aber es geht darum, dass man mal keinen Plan B mehr hat, dass man nicht mehr zurück kann, dass man weiß, jetzt geht es nur noch da lang und jetzt wird alles wichtig. Und als es damals der Kapitän gesagt hat, da ist durch die Schülerschaft echt so ein Ruck gegangen, weil dann wird klar auf einmal, jetzt ist alles wichtig. Jetzt ist der Abwasch wichtig, jetzt ist der Ausguck wichtig, jetzt ist die Maschinenrunde wichtig. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die einfach auch Bewusstsein stärken und auch bewusst auch Dinge ganz, ganz mehr, also vermeintlich kleine Dinge in den Fokus rücken. Was das für Jugendliche sind, die ihr da an Bord lasst, wie auch die Eltern vielleicht auch mit diesem Trennungsschmerz umgehen, denn es gibt den Tag der Verabschiedung und es ist mit Sicherheit auch für die Eltern nicht so besonders einfach, die Kinder in dieses Abenteuer losziehen zu lassen. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Dass dieses Abenteuer auch Geld kostet, auch da werden wir drüber reden müssen. Aber man kann euch unterstützen und man kann zum Beispiel Menschen, Kindern, die vielleicht auch den Traum haben, bei so einem Projekt dabei zu sein, die kann man auch finanziell unterstützen. Wie das Ganze funktioniert, das wirst du uns gleich noch erzählen. Jetzt haben wir erst was für Sie, denn wir reden über das schöne Wetter. Wir reden im Grunde genommen über da, wo die Sonne scheint. Und in Südafrika, da scheint im Moment die Sonne. Und da geht es hin, wenn Sie
bei uns anrufen und eine Frage gewinnen. Also wir schicken Sie nicht direkt nach Südafrika, zumindest nicht mit dem Schiff, aber eine DVD, wo Sie sich mit Südafrika schon mal verbinden können. Wir wollen heute von Ihnen wissen, wo werden die Schüler vom Ocean College unterrichtet? A, in einem Reisebus oder B, auf einem Segelschiff. Die Telefonnummer ist wie immer die 01379881404. Aus Österreich und der Schweiz können Sie ebenfalls anrufen unter der 09015190. Die richtige Antwort auf den Anrufbeantworter sprechen und dann kriegen Sie diese schöne DVD, wo schöne Eindrücke und schöne Bilder von Südafrika enthalten sind, natürlich auf dem Postweg zugeschickt. Jetzt kommen wir zum Hexenkalender und unserer Stefanie Kalewski. Bist du ja selber Mutter? Wäre das was, die Kinder auf so eine Abenteuerreise zu schicken? Oh Gott, das ist gemein. Ich habe gewusst, dass du das fragst. Ja, du kennst mich einfach zu gut. Nein. 6 Jahre, 7 Jahre, die uns. Also, mein großer Sohn will ja. Also, aber also nicht sowas. Das würde er sich nicht antun. Dazu ist er. Ein Weichei? Nein, mein Kind. Ich frage mal, ob man Weichei. Ich habe so wundervolle Kinder. Nein, mein Schatz. Nein, aber es gehört natürlich keine. Auch gut dazu, jetzt mal im Ernst. Also es gibt ja viele, die für die ist schon eine Woche Skilager oder Schullandheim qualvoll. Mhm. Also so 6 Monate Trennung von Mama. Ist schon ja, das ist schon in Ordnung, das darf er schon. Ne? Also verstehe mich nicht falsch. Das darf nein, er schon, um Gottes Willen. Also er hat andere Ziele. Ja, also aber darum geht es ja heute eigentlich gar so nicht im Hexenkalender. Sondern genau. Es geht aber auch um einen Brauchtum, würde ich jetzt mal sagen, der... ja, eher von oben, vom Nordischen kommt. Absolut. Ich musste sehr lachen, als ich den Teaser vorhin gesehen habe. Ich habe mir den nochmal angeguckt, ich musste sehr lachen. Also. Bikerrennen mit Stefanie Kalewski. Mhm. Nein, es geht um das friesische Biekebrennen. Genau, Biekebrennen. Und ich habe mal Fotos mitgebracht, allerdings schwarz-weiß. Mein Drucker wollte dann heute doch nicht in Farbe. Und zwar ist das so, also Bieke bedeutet so viel wie Leuchtfeuer, Signalfeuer. Hättest du sie uns geschickt, hätten wir sie dir ausgedruckt. Ja, siehst du, hätte. So, hätte. Aber es macht ja nichts. Ich glaube, man kann es in Schwarz-Weiß auch erkennen. Ja. Also es sind große Feuer, die in Friesland an den Stränden entzündet werden. Die haben eine sehr, sehr alte, sehr lange Tradition, die sich auch immer wieder ein bisschen verändert hat. Also das heißt, die Bedeutung dessen hat sich immer wieder verändert. Man sagt, dass es zum einen Signalfeuer waren, um die Fischer, die zu dieser Zeit aufs Meer gefahren sind, möglichst lange noch, also die... Der Leuchtturmersatz sozusagen. Ja, die Küstenlinie einfach auch noch zu zeigen. Dann gibt es die Legende dazu, dass es auch ein, gerade von den Inseln, wenn es an den Inseln gemacht wurde, Zeichen an die Männer des Festlandes waren, dass die Damen auf den Inseln jetzt alleine sind und Hilfe bei verschiedenen Dingen benötigen. Naja. Und dann gibt es aber, es ist ganz interessant, da wird nämlich eine Strohpuppe mit verbrannt. Also es ist also erstmal diese Haufen, das sind Weihnachtsbäume. Ja, Weihnachtsgestecke, dann was so an Beschnitt, wenn man jetzt die Hecke stutzt oder so mit anfällt. Der friesische Knut sozusagen. Ja, so ungefähr, genau. Und dann gibt es, dann kann man eine Strohpuppe drauf tun, das nennt sich Petermännchen und soll sozusagen eine Veräppelung, eine Verballhornung des morgigen Petritags sein, ein katholischer Feiertag und bezieht sich auf den Papst, das heißt, dass man den Papst nicht möchte und den mit dort ins Feuer wirft. Gibt es ungefähr seit dem Mittelalter. Inzwischen ist es so, dass man ein Fass oben drauf tut, also ein leeres Fass oben drauf stellt. Wenn das runterfällt, dann ist der Winter vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte sowas auch bei uns schon mal irgendwie gesehen mit Strohpuppen und Verbrennen oder so. Haben wir so ein ähnliches braucht? Aber ich denke jetzt natürlich an unser Osterfeuer oder richtig, sonst genau, irgendetwas. Richtig, genau. Das ist, in Friesland gibt es selten Osterfeuer. Im Normalfall gibt es dort vor allen Dingen das Biekebrennen. Das ist auch richtig groß. Also wenn man das so sieht, das sind wirklich, wirklich viele Menschen gehen dahin. Ja? Und das ist so richtig inzwischen auch sowas, was man für den Tourismus auch nutzt. Gerade auf Sylt zum Beispiel ist natürlich, ne, das ist echt schön. Ja? Da wird dann Glühwein getrunken und dann ist es auch so, das gehört übrigens inzwischen zum deutschen Kulturerbe. Ja, also das ist wirklich, also das gibt, es gibt ja diese materiellen und die immateriellen Kulturerbe Auszeichnungen oder so und das gehört auch dazu. Okay. Und das wirklich in der Brauchtumspflege eine ganz, ganz tolle Sache, weil inzwischen Kinder auch wieder Friesisch lernen in Friesland und auf den Inseln, auf den Halligen und dort einfach auch wieder eine Kulturgeschichte beigebracht bekommen, sodass die Kinder dort friesische Gedichte auch aufsagen und letztlich ist es was des Winteraustreibens, genau wie das Osterfeuer. Was ja toll ist, also das kriegen wir öfters mal auch mit, dass alte Traditionen, Gott sei Dank,
und wieder aufgelebt werden. Das heißt, die friesische Sprache, die beinahe schon ausgestorben wäre. Genau. Ganz viele, die darüber traurig sind. Aber jetzt wird sie mittlerweile schon wieder unterrichtet. Also ist natürlich eine tolle Sache, dass wir eben an diese alten Dingen, an diesen alten Traditionen auch festhalten. Richtig, genau. Also alle die Möglichkeit haben, heute so an die Nordsee zu kommen, die sollten das auch wirklich tun. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das wird heute so, meistens wird es geht so um 18 Uhr los an den Stränden. Und ist es immer der feste Tag? Also immer der, was haben wir heute? Ist der Tag vor dem Petri-Tag, also 21. Februar. Also ist immer der 21. Februar, ja? Dann wird den 21. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Ja, 21. Vorhin hat mir jemand gesagt, es wäre der 20. Aber es ist ja 21. Könnt ihr herausfinden, welcher Tag heute eigentlich ist? Der 21. Sie ist genau der 21. Ne? Ja, da habe ich diese einmal durcheinander gebracht. Nein, es ist immer den 21. Es sei denn, es wird jetzt ein bestimmtes kleines, eine Gemeinde legt das mal vielleicht auf einen anderen Tag, damit es ein Wochenende hat oder so. Aber normalerweise ist es am 21. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr mal googeln, was heute für ein Tag ist. Gute Idee, ja. es ist natürlich wieder so ein Brauchtum, über den wir heute reden, der aber natürlich auch wieder etwas mit in sich Kern zu tun hat, der eigentlich auch wieder etwas damit zu tun hat, zur Ruhe zu kommen, dem Feuer vielleicht auch mal wieder zuzugucken, dieses schöne Gefühl zu haben, der Entspannung. Ja. Also eigentlich sehen wir uns alle danach. Absolut, ist aber auch wieder vor allen Dingen der Startschuss, wirklich auch wieder nach draußen zu gehen. Ja? Also im Winter gehen die Menschen jetzt nicht so oft an den Strand. Ja? Und da fangen die wieder an den Strand zu gehen, sich wieder mit Freunden draußen zu treffen. Das tun wir sonst ja nur drin. Ne? Mhm. Und die Feuer symbolisieren natürlich einfach das Licht, was jetzt wieder in unser Leben kommt. Ja? Das ist, die Tage werden wieder länger. Das ist übrigens deutlich zu merken, ja, wenn man jetzt um 19 Uhr draußen ist, zum Beispiel, ja, das ist nicht mehr ganz so finster, wie es Weihnachten noch war. Ja, und nicht mehr ganz so kalt und die Vögel kommen wieder. Und richtig. Das finde ich, ist das eines der schönsten Zeichen eigentlich, wenn wir diese ganzen Vogelschwärme gerade wieder beobachten können seit dem Wochenende. Mhm. Dann wissen wir, der Frühling, der naht, es dauert nicht mehr lange. Ne? Ganz genau, für all die, die das Gefühl haben, Mensch, irgendwie bin ich noch so im Winter gefangen. Weißt du, es gibt ja auch so Lebensphasen, wo wir so ein Stück weit Winter festhängen. Es ist kalt, es ist vielleicht dunkel, wir fühlen uns nicht gut. Dass der Frühling kommt, ob wir wollen oder nicht. Ja, aber ich glaube, wir wollen alle. Das glaube ich auch. Oder? Den Frühling nicht zu mögen, das ist schon echt ein bisschen schwierig. Steffi, ich komme gleich noch mal zu dir, denn du hast noch mal eine wunderbare Zeitung mitgebracht, unseren Zukunftsblick nämlich. Und da finden wir auch in diesem Monat wieder eine wahre Geschichte drinnen. Und die wirst du uns auch heute wieder erzählen. Genau. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen, danach geht es weiter mit Alexander Messmer, den Sie gerade eben ja hier bei AstroTV auch schon sehen konnten. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Quantum Platinum Energy, das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen, gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan. Eine Plasmaenergie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg, private, glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2 als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz, Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Alexander Messmer, ein neues Gesicht bei AstroTV, hat die Premiere heute um 13 Uhr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Alexander, ich habe selten eine, darf man coole Sau sagen? Nee, ne? Haben Sie schon wieder gesagt. Aber selten jemanden erlebt, der so relaxed auf Sendung gegangen ist wie du, so profimäßig, also als hättest du schon 20 Jahre AstroTV auf dem Buckel. Ja, so lange nun wieder nicht, aber ich habe schon 7 Jahre, fast 10 Jahre eigentlich die Erfahrung mit TV. Ah, okay. Das heißt, es ist nicht die Premierensendung, was das rote Licht anbelangt, aber hier bei uns beim Sender. Ja. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Jetzt wollen wir natürlich von dir auch wissen, was bekommen wir von dir? Also wenn wir neue Berater vorstellen, wollen wir natürlich auf der einen Seite den erstmal kennenlernen, wissen,
Wieso Spiritualität, auf der anderen Seite natürlich auch, wie du arbeitest? Also, wie ich zu dem Weg gekommen bin, das ist eine Lebensgeschichte, das ist wirklich ein bisschen was Längeres. Aber es hat angefangen, dass ich als kleiner Junge so sehr von den Edelsteinen fasziniert war, dass ich also in den Bergen immer mit meinen Eltern war und immer diese Steine meiner Mutter in die Handtasche. Sie hat dann immer gestöhnt, wenn wir wieder ins Hotel zurückkamen, in die Pension. Und, normalerweise wird der Rucksack Lehrer, weil die Brotzeit rausgegessen wird. Bei den Messmas war es genau andersrum. Ja, genau. Und habe die Steine auch schon verschenkt. Und das ging 12, 13, 14, wenn man anfängt so zu denken. Und dann waren es auch Umstände, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, wenn ich jetzt heute den roten Stein nehme, dann bin ich so hibbelig, dann nehme ich mal lieber einen blauen. Das ist so eine Lebensgeschichte gewesen. Und dann hatte ich noch das Glück, dass in der Pension einfach die Frau, wo uns bewirtet hat, sehr, sehr bewandt war mit den Edelsteinen und im Speicher eine riesengroße Sammlung hatte. Und die nahm ich immer mit hoch, auch Steine klopfen. Ich habe die auch schon rausgeholt aus dem Berg. Und so bin ich dazu gekommen. Aber jedes Kind hat ja am Anfang mal so eine Faszination, was Steine anbelangt. Also ich kann mich auch an meine Jugend erinnern, an meine Kindheit erinnern. Da hat man Steine gerne gesammelt. Da hat man gerne mit Steinen irgendwie sich umgeben, aber dass man gleich so ein Gefühl hatte, das ist doch eher selten. Ja, also das Gefühl hat sich ja dann immer mehr entwickelt und das hat sich dann auch herausgestellt, dass ich meistens schon gesagt habe, wenn jemand zu Besuch war, oh Mama, pass auf. Und mir wurde nie so wirklich Gehör geschenkt, dass ich auch immer so ein bisschen mich mit den Steinen getröstet habe und das hat auch funktioniert. Mhm. Und mit 16 habe ich mit einer Freundin aus Spaß mal das Tarot angeguckt. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, da stimmt was nicht, die reden mit mir. Und dann hatte ich sehr viel Angst und dann habe ich wieder weitergelebt, das eine Zeit lang ausgeblendet. Und dann plötzlich kam der Tag, wo ich dann die Karten gelegt habe, wo dann die Freunde kamen, die Bekannten kamen und dann immer, ja, das stimmt, Alexander, es ist eingetroffen. Und die waren dann begeistert, dass ich dann irgendwann entdeckt wurde. Und so bin ich auf eine Hotline und so nahm das dann der Weg bis heute. Also im Grunde, war es wirklich so ein Bauchgefühl, das dich dahin gezogen hat, das Bauchgefühl, das dich dann zu den Karten gebracht hat? Keine langwierige große Ausbildung, sondern wirklich Intuition? Also ich weiß ja nicht, es gibt unterschiedliche Ansichten, aber ich sage Medialität oder die Feelings, das ist eine Lebensgeschichte, das kann man eigentlich nicht wirklich lernen. Wenn man es hat, kann man es ausbilden, aber dass man jetzt eben, das ist eine Lebensgeschichte, da steckt immer sehr viele Geschichten dahinter. Und so ist es auch mit den Edelsteinen, wenn sich was verändert hat in meinem Leben, dann war der Stein da dazu und so hat sich das Orakel zum richtig großen Orakel gebildet und mein Wissen natürlich auch. Das heißt, du benutzt mittlerweile die Edelsteine auch wirklich als Hilfe für die Beratungen? Das heißt, ziehst du dann die Steine oder wie orakelst du mit ihnen? Also ich habe es jetzt leider nicht dabei. Ich habe einen Teller mit so 80, 90 Steine. Heute zwischen 13 und 14 Uhr. Dann nehme ich eine Hand und lege die Hand voll und lege sie vor mich hin und dann erzählen die Geschichten. Ah, okay. Ja, weil jeder Stein hat ja seine Geschichte. Genau. Jeder Stein steht ja für irgendetwas. Und das Faszinierende ist ja, und ich glaube, das weiß auch unser, oder da gehe ich davon aus, dass die meisten unserer Zuschauer schon so ein kleines Wissen sich natürlich selber angeeignet haben über Heilsteine. Denn der Rosenquarz, wir wissen alle, für was er steht. Dieser schöne rosane Stein, der die Liebe unterstützen soll. Aber es gibt natürlich auch viele Steine, die du wahrscheinlich im Laufe des Lebens kennengelernt hast, die auch Lebensstärke bringen können, wo wir gar nicht drüber nachdenken, oder? Das ist so, aber es ist ja auch so, dass ein Rosenquarz auch immer individuell was zu jemand zu sagen hat. Also man kann es natürlich vereinheitlichen, aber da bin ich nicht so dafür, weil bei dir ist jetzt Liebe und bei mir ist jetzt eine Harmonisierung, irgendwo anders geht es um eine Entstörung und das ist eben das Schöne, dass mir die Edelsteine da immer so mitten in Kombination mit anderen so einen Tipp geben, in welche Richtung es denn da geht. Und dann habe ich noch die Kabbala, wo ich mache, wo ich mit den Geburtsdaten arbeite, mit den Namen, mit den Lebensaufgaben, die Analysen. Das ist sehr interessant, was in Kombination zu dem führt, was ich heute mache. Über die Kabbala reden wir gleich noch. Die musst du mir auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Man hat schon oft gehört, aber vielleicht ist doch noch ein bisschen Unwissen da, sodass du uns da auch noch aufklären kannst. Was die Steine anbelangt, da ist es wirklich möglich, wie in der Astrologie auch, ein individuelles Steinbild dann so zu erzeugen, ja? Ja.
Und es ist auch, wie soll ich sagen, sehr interessant, wie sich das immer individuell verschiebt oder wie da einfach auch die Energie reinkommt. Es sind dann richtige Lebensgeschichten, die dann tatsächlich auch zutreffen. Es ist schon ein Hilfsmittel wie eine Krücke, aber es ist einfach ja, unglaublich, was für Energien die bringen. Eine andere Art der Beratung, ja. Was ja auch wieder immer mal ganz schön ist. Wann bist du das nächste Mal on air? Also heute Abend nochmal von 19 bis 20 Uhr. Und dann wissen es die Sterne. Ah, okay. Dann gucken wir mal in dein Steinorakel. Das kann uns vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Aber ich komme ja gleich nochmal, denn da geht es nochmal um die Kabbala. Jetzt geht es erst einmal um die Vorstellung von Sanja Laffessen. Sie wissen schon, die Dame, die sich so auf ihren Anruf freut. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sanja Laffessen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schule auf dem Schiff, das klingt nach einem Traum, aber dieser Traum, den kann man wirklich wahrnehmen, denn Johann, ist es jetzt, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Habe ich vorhin Kogler gesagt, aber es heißt Kegler? Es heißt Kegler, genau. Kegler, ne? Deswegen hast du mich vorhin auch schon so angeguckt. Mhm. Kegler, Johann Kegler ist zu uns gekommen, der ja, eine tolle Idee ins Leben gerufen hat oder zumindest wieder neu belebt hat. Nämlich es geht um eine Reise mit über 30 jungen Menschen, über 30 Schülern, die mal kurz für ein halbes Jahr aus ihrem Alltag rausgerissen werden, aber dennoch nicht wirklich rausgerissen werden, denn die Schule ist mit dabei. Richtig, genau. Wir haben 4 Lehrer dabei, die alle Fächer abdecken, bis auf Musik, darstellendes Spiel, Kunst, Sport zum Beispiel. Also leider, ich kann es mir erlauben zu sagen, ich bin auch Sportlehrer, ja, aber wir haben natürlich keinen Sportplatz dabei. Ist ja klar, ja. Ne? Aber wir haben alle anderen Fächer dabei. Also Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, Biologie, Chemie, das ist alles dabei. Und das Ziel ist ja bei uns, dass die Schüler danach die Schule nicht wiederholen müssen. Weil das Problem ist ja sehr oft, wenn ich ins Ausland gehe, dass dann das Schuljahr wiederholt werden muss, weil das, was ich dort tue, in Neuseeland oder Amerika, was auch immer, wird hier nicht anerkannt in Deutschland. Und wir haben einen deutschen Rahmenlehrplan dabei. Und deswegen ist danach die Möglichkeit gegeben, in Absprache mit der Heimatschule, dass die Schüler danach die 10. Klasse oder die 9. Klasse halt weiter fortführen können. Ich denke mir immer, wie schwierig ist es dann, sich wieder zurück einzugliedern in den Schulalltag, wenn man einfach so ein Erlebnis 6 Monate hatte. Das heißt, man ist ja wirklich an den schönsten Flecken dieser Welt ja auch vorbeigekommen. Man hat wirklich das Leben auf eine andere Art und Weise genossen, selbst wenn es oftmals mit harter Arbeit natürlich auch verbunden ist, ne? Richtig. Nicht nur schulische Arbeit. Nein, also wir haben jeden Tag 4 Zeitstunden Unterricht, aber ansonsten die Schüler arbeiten ja aktiv mit. Also wir haben ein sogenanntes Dreiwachsystem, das heißt die Schüler fahren das Schiff in einer fahrenden Wache. Wir haben 3 Wachen, 04, 48, 812 und ein Schüler oder eine Schülerin in der 04 Wache fährt das Schiff zusammen mit dem Steuermann von Mitternacht bis morgens um 4 und von Mittag bis nachmittags um 4. Also schon mal 8 Stunden Wache und in der Wache ist dann wirklich Schiffsarbeit. Ne? Also Segel setzen, steuern, Ausguck halten, Sicherheitsrunden machen, Maschinenrunden machen, nautische Ausbildung, da ist wirklich Segeln angesagt. Ja? Dann haben wir 8 Stunden Schlaf eingeplant für jeden tatsächlich, dann haben wir 4 Zeitstunden Unterricht und jeder, der jetzt mitgerechnet hat, weiß, dass dann nur noch 4 Stunden übrig sind am Tag und da muss ich aber auch noch kochen und das Schiff putzen, weil Hygiene ist sehr wichtig und Essen ist auch sehr wichtig auf dem Schiff. Und deswegen, wenn das Schiff fährt, ist es wirklich ein ziemlich eng getaktetes Programm, muss man schon sagen. Wie sehr werden die Kinder denn darauf vorbereitet? Ich sage immer, Kinder sind Jugendliche natürlich ab 15 Jahre, aber wie sehr werden sie darauf vorbereitet? Also wissen die, worauf die sich einlassen? Ich habe die meisten persönlich bei mir im Gespräch, auch mit den Eltern, wo ich dann ziemlich klar auch das benenne und versuche, so realistisch wie möglich zu zeigen. Ich habe immer 2 Bilder. Ich habe ein Bild vom Atlantik, der dann ganz still und in der Abendsonne liegt und ganz romantisch. Und dann habe ich ein Bild bei Windstärke 8. Ja? Also es kann so und so sein, sage ich immer. Und ich mache alle darauf aufmerksam, was es bedeutet, wirklich weg zu sein auf dem Atlantik.
nicht telefonieren zu können. Ja, und auch da drüben nicht so einfach irgendwie anrufen zu können. Und wir machen ein Vorbereitungswochenende natürlich mit den Schülern, wo wir dann nochmal ganz klar das formulieren. Wir wollen idealerweise auch schon, dann schon mal aufs Schiff gehen mit den Schülern für ein paar Tage, dass sie es schon mal kennenlernen. Und also man muss dazu auch sagen, es bewerben sich bei uns nur bestimmte Schüler, also die einfach schon wissen, was das ist. Es ist kein normaler Auslandsaufenthalt. Das ist, also wir haben schon tolle Bewerbungen da. Mädels sind ehrlich gesagt immer ein bisschen weiter, muss man schon sagen. Also Mädchen sind da in dem Alter ein bisschen tougher und die können es auch besser formulieren, die können es besser ahnen, was da auf sie zukommt. Ja. Aber wir bekommen auch jetzt keine, sage ich jetzt mal, Bewerbungen von Schülern, die eigentlich das Rundum-Wohlfühlpaket haben wollen, muss man schon sagen. Aber es sind natürlich auch Schüler, die sich wahrscheinlich zum allerersten Mal auf diesem Schiff sehen. Jetzt weiß man, 6 Monate gemeinsam so ein Abenteuer zu bestreiten. Mhm. Man kann sich manchmal vielleicht gut leiden, manchmal weniger gut leiden, auf dem Schiff sich auseinander, also aus dem Weg zu gehen. Das ist schon wirklich ein bisschen schwierig. Also welche Verantwortung habt ihr als die Begleiter natürlich auch, um da ja, für eine Stimmung zu sorgen, die auch mit Harmonie zu tun hat? Ja, Harmonie. Ich finde das Wort Harmonie finde ich ein bisschen schwierig, ja, weil... Auf rauer See, ja. Es gibt diesen schönen, ich habe lange Leistungssport gemacht, es gibt diesen Satz, harmonische Systeme sind dumme Systeme. Und das sage ich jetzt gar nicht so, dass man sich nicht verstehen kann, gar keine Frage, aber wenn man nur noch Harmonie hat und sich alle noch gern haben, dann kommt keine Leistung mehr. Das heißt, ich bin davon überzeugt, wir brauchen ein bestimmtes Set an Regeln und natürlich gegenseitigen Respekt und das ist gar keine Frage, aber es wird Streit geben, gar keine Frage, es wird da auch Dissens geben. Wir werden am Anfang der Reise sofort einen Konfliktcoach dabei haben, der sofort da einfach auch den Schülern und uns da bestimmte Handlungsmuster oder Handlungsstrategien an die Hand gibt. Die Schüler werden sich davor kennenlernen, wir werden mit den Lehrern zusammen die Schüler kennenlernen und auch die Erwachsenen werden sich nochmal gesondert kennenlernen. Aber es ist ganz klar, ich meine, es ist ja wie im normalen Leben auch. Es gibt Konflikte. Also man mag nicht jeden und damit muss man klarkommen. Und das ist, glaube ich, da eine ganz tolle Lebensschule. Also ich selber bin mit 28 aufs Schiff gegangen damals als Lehrer und Projektleiter und ich hatte bestimmte Sicht von mir, wie ich reagiere in bestimmten Situationen und ich habe da teilweise in Abgründe geschaut, also wie ich unter Stress reagiere. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Absolut. Ja. Also ich glaube, so ein 6-monatiger Aufenthalt, wirklich fernab auch von zu Hause, der prägt, der fördert auch und vor allem, ihr seid ja auch wirklich ein gut aufgestelltes Team. Also es geht ja auch nicht nur auf dieser Reise um Abenteuer, sondern es geht darum, dass man sich wirklich auch entwickelt und ihr seid dabei, die Menschen zu entwickeln. Ich sage immer, Lehrer heutzutage haben eine ganz, ganz große Verantwortung unseren Schülern, denn die prägen die auch. Und ich finde, so mancher Lehrer sollte auch ersetzt werden, weil der prägt unsere Schüler auch öfters mal in die falsche Richtung. Aber ihr führt natürlich regelmäßige Feedback-Gespräche. Ihr habt ja ganz viele Geschichten, die diese Schüler in diesen 6 Monaten erlernen. Das heißt, was sie beruflich vielleicht auch, dieser Austausch, den hat man ja im normalen Schulalltag gar nicht. Nee, ich glaube, dass Schule vermisst oder versäumt es, 3 zentrale Fragen zu stellen. Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Wenn ich die 3 Fragen beantworten kann, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren im Leben. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das schon jetzt mit 16, 15, 16, 17 beantworten kann. Ja, das glaube ich nicht, aber zumindest mal eine Richtung. Und ich denke, in so einer herausfordernden Umgebung, da kann man sich dann schon selber sehr gut kennenlernen. Und wir begleiten das so gut wie möglich durch Feedbackgespräche, durch Konflikttraining, durch Kommunikationstraining. All das kann man da natürlich wirklich direkt live sozusagen behandeln. 24 Stunden ist man mit denen zusammen. Das heißt, der Lehrer, der vielleicht nur 1-2 Stunden am Tag den Unterricht leitet, auch wenn's, der kommt gar nicht so nah an die Schüler natürlich ran, wie ihr das schafft. Und ihr seid da natürlich ganz wertvolle Ansprechpartner. Es ist natürlich auch ein Projekt, das Kosten verursacht, das Kosten macht und wo man jetzt, wenn wir über den Preis gleich reden, erstmal mit den Ohren schlackern wird, weil man denkt, das ist natürlich auch nur für ein gewisses Klientel machbar. Mhm. Da wollt ihr aber auch dafür sorgen, dass eben auch die Finanzen besser geregelt werden können, wie das Ganze funktioniert. Da reden wir auch gleich noch drüber, denn es ist, hat was mit Crowdfunding mal wieder zu tun. Das heißt, Sie zu Hause können dieses Projekt natürlich auch unterstützen, dass jemand, der vielleicht finanziell nicht ganz so gut gesegnet ist, trotz alledem an diesem Traum mitmachen kann. Denn ich glaube, es ist der Traum von vielen, sowas wirklich auch mal zu erleben. Ich komme gleich noch mal zu dir. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der wahren Geschichte und mit Stefanie Kralewski. Da sind wir wieder mit der wahren Geschichte und dieses Mal geht es um die Beraterin
Jacqueline Turek und du erzählst uns, was die einem Kunden Gutes getan hat. Ja, einer Kundin. Ja, wir haben sie Susanne genannt. Ich erkläre das immer ganz gerne noch dazu, dass die Damen die Herren, von denen wir hier erzählen, natürlich immer anonym bleiben. Das heißt, das Alter und das, auch die Stadt stimmt, aber der Name natürlich, den ändern wir. Und die Susanne, 51, aus Hamburg, hat so, jemanden gesucht, bei dem sie sich mal auch ausweinen darf. Und hatte aber das Gefühl, sie braucht wirklich ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis. Hat so ein bisschen auf der Webseite, auf der Homepage von Questico geschaut, sich einen oder anderen Berater angeschaut und ist dann kurioserweise an den Augen von der Jacqueline hängen geblieben. Die Jacqueline hat, genau wie ich übrigens auch finde, ganz wirklich echt tolle Augen. Und das hat die Susanne auch so gesehen, genau. Und hat gedacht, Mensch, das berührt mich irgendwie. Von dem Foto fühle ich mich schon, habe ich das Gefühl, die guckt mich schon direkt in die Seele, die rufe ich an. Und dann hat sie mit ihr telefoniert und hat zuerst mal was zu hören bekommen, was sie gar nicht hören wollte. War natürlich nicht so schön. Ja, also es ist so, die Susanne, die war in einer Partnerschaft, möchte ich es mal nennen. Also eigentlich, sie war mit ihrem Leben total zufrieden. Ja, also das heißt, sie hat viele Bekanntschaften, ist viel draußen gewesen. Wenn sie nach Hause kam, war sie alleine und hat einen Mann kennengelernt, von dem sie von Anfang an wusste, dass der in einer Beziehung ist. Und kommt vor, ne, wo Liebe hinfällt. Ja, es kommt einfach vor. Und es war okay für sie für den Moment, weil er hat ja immer gesagt, der wird sich trennen. Und hat immer, wenn so Zweifel aufkamen, hat er gewusst, welche Knöpfe er drücken muss. Ne? Hat ihr erzählt, wie toll sie ist und wie besonders und wie ganz anders als seine Frau, die ihn immer anmeckert. Und, und hat dann immer wir haben von Trennung gesprochen und die Susanne, die wollte es auch glauben. Ja, einfach weil sie gedacht hat, Mensch, ich bin jetzt verliebt, da ist jemand, der liebt mich und warum soll ich jetzt ungeduldig sein? Naja, jedenfalls hat die Jacqueline ihr dann gesagt, dass der Mann sie wirklich liebt, also das schon, aber dass er ja zu seinem Eheversprechen steht, ja, und dass er sich nicht trennen wird. Und das war ja natürlich nicht das, was Susanne gern hören wollte, aber sie hat dann trotzdem das Gespräch auch mit der Jacqueline weitergeführt, ja, um einfach zu gucken, woran liegt's denn? Also, was ist das Problem? Also nicht bei ihm, sondern was ist das Problem bei mir, ja? Viele wollen dann immer wissen, was denkt mein Herzensmann und was können wir bei dem tun und so, aber die Susanne wollte dann auch wirklich wissen, was ist bei mir, welche Prägungen, woran liegt es? Warum lasse ich das alles mit mir machen? Ja, na klar, warum setze ich im Beruf Grenzen und kann es hier bei dem nicht? Und hat dann mit der Jacqueline ganz, ganz viel gearbeitet. Ne? Die haben viel miteinander gesprochen, Hausaufgaben hat die Susanne aufbekommen und konnte sich dann tatsächlich auch lösen und dachte, wäre alles ganz wunderbar. Hat einen neuen Mann kennengelernt und der war wieder nicht ehrlich zu ihr. Ja, das hat sie aber erst später mitbekommen, der war nämlich auch gebunden, hat es ihr nur nicht gleich gesagt. Und dann ist sie natürlich erstmal wieder in ein Loch gefallen, ne? Weil ich habe doch jetzt gearbeitet, ich habe das aufgearbeitet, ich habe das losgelassen, warum passiert mir das schon wieder? Und hat sich da dann auch wieder an Jacqueline gewandt, die dann gesagt hat, pass auf, bleib ganz ruhig, das gehört dazu. Und die haben dann weiter miteinander gesprochen, wie das eben so ist, das ist ja ein Weg. Ne? Es hört sich immer so an, als würde das in 3 Tagen passieren, was ich immer erzähle, ne? Aber das ist ja wirklich ein Weg miteinander. Und tatsächlich konnte sie dann wirklich, das lag an der Prägung, Kindheit, eine Kindheitsprägung, ne? Ganz oft ein Thema, war es auch hier ein Thema und das konnten die zusammen lösen. Jetzt ist es so, dass Susanne in einer tollen Partnerschaft ist mit jemandem, der ehrlich ist. Ja, und auch hier wirklich die Wertigkeit dieser, ja, doch Offenheit und Ehrlichkeit miteinander zu verstehen weiß. Ja, manchmal fehlt uns einfach jemand, der mit uns so weit zurückgehen kann, um genau. Die untersten Schubladen, die einfach klemmen, zu lösen und wir wirklich erkennen können, warum ziehen wir das an. Ja. Der Weg ist manchmal ein steiler, aber trotzdem kann man sein Ziel erreichen, wenn man Hilfe hat. Und es ist manchmal auch ganz vernünftig, jemanden anzurufen, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, der gar nicht so sehr dann im Freundes- oder Bekanntenkreis steckt, sondern der von außen guckt und sagt, okay, ich kenne dich nicht so gut, aber das, was darüber kommt und so, wie ich die Situation sehe. Ja, es ist ein Draufblicken. Weißt du, wenn jemand sich bei seiner Freundin ausweint, dann ist die Freundin doch irgendwie immer freundschaftlich verbunden. Ja? Und dann will sie nicht, dass es da Kummer gibt. Und dann, weißt du, dann, das ist, natürlich sind die auch ehrlich miteinander. Klar, Freundinnen sind ehrlich miteinander. Aber eine außenstehende Person, wie du das gerade sagst, kann das viel direkter zum Punkt bringen. Mhm. Ja, weil es einfach keine freundschaftlichen Verbindungen gibt. Die wahre Geschichte, die Kunden berichten, die ist übrigens in jeder Ausgabe von unserem Zukunftsblick nochmal nachzulesen. Das ist unser wunderbares Monatsmagazin, das Sie auf jeden Fall zu Hause haben sollten. Denn auch da ist ein Hexenkalender vertreten. Ja, natürlich. Auch da gibt es wirklich tolle Dinge für spirituelle Menschen, für Einsteiger, für Fortgeschrittene, aber auch für Menschen, die einfach nur ein bisschen an der Bewusstseinsöffnung arbeiten möchten. Ja.
Ja, und für die, die sich damit überhaupt noch gar nicht auskennen, mit Spiritualität, für die ist es auch geeignet. Auch das, denn einfach geschrieben, gut verständlich und nicht in irgendwelchen merkwürdigen Tönen. Und da gibt es noch ein kleines Begleitheftchen. Da finden Sie alle unsere Berater, bei unserem Partner Questico zum Beispiel. Aber nicht nur das, sondern da finden Sie auch noch mal die wahre Geschichte zum Nachlesen. Vielen Dank. Ups, da jetzt hast du zu schnell gewackelt, ja, siehst du? Genau. Da ist sie drinnen. Genau. Mhm. Stephanie Galewski, vielen herzlichen Dank. Ja. Ab 15 Uhr im Übrigen löst du uns heute ab. Denn genau. Dann kann man Stephanie Galewski hier bei Astro TV erreichen. 15 bis 17 Uhr und ihr reicht euch später, der Alexander und du, dann kommt die Tür. Genau, der Shop von der Linda. Ne? Und dann wechseln der Alexander und ich uns nochmal ab. Genau. Also gucken wir einfach mal vorbei bei Astro TV. Ansonsten, wenn Ihnen das jetzt gerade zu viel zu merken ist, es gibt ja unsere Astro TV App. Genau. Die sollten Sie sich runterladen, denn da sind wir nicht immer nur live bei Ihnen in der Hosentasche quasi, sondern da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Programmvorschau, die wir auch alle immer gerne nutzen. Ne? Natürlich. Um einfach mal zu gucken, wer ist eigentlich da? Genau. Vor- und nach Leichterleben. Nach Leichterleben weiß ich's. Stephanie Galewski. Genau. Unsere Berater schreiben exklusiv für Sie. Erhalten Sie hintergründiges Wissen aus der Welt der Spiritualität. Erhalten Sie Engelnachrichten von Manuela Weißenborn. Tauchen Sie mit Stefan Schmidt in die geheime Welt der Steine ein. Oder lassen Sie sich von Jessica Schweinsberg wertvolle Tipps für jede Lebenslage geben. Unsere Inhalte werden regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Besuchen Sie uns auf www.questico.de/blog. Chakren in Harmonie, das ist Chakmonie, die Manufaktur zur Harmonisierung Ihrer Chakren. Chakmonie verbindet die energetische Wirkung von Farben mit kraftvollen Energiebildern, hochwertige Porzellantassen und Glasuntersetzer, ansprechende Medaillonketten, exklusive Korbtaschen in 7 leuchtenden Chakrafarben mit wertvollen Mandalas aus Original Swarovski-Kristallen. Bestellen Sie jetzt unter 02204 9840779, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr oder jederzeit im Onlineshop auf www.chakmonie.de. Der Steineteller, jetzt hat er den Weg zu uns gefunden, mein lieber Alexander, den du zur Arbeit, zu den Beratungen auch nutzt. Also ein paar Steine, die kann ich jetzt schon erkennen. Mhm. Bei ein paar Steinen würde ich mich fragen, welche Bedeutung haben die eigentlich? Weil der hier, der sieht eigentlich, ja, ich gehe am Weg spazieren oder als Bayer soll ich an der Isar spazieren und dann finde ich so einen Stein. Aber dass der eine Bedeutung hat, dass der mir in irgendeiner Form helfen könnte, würde ich jetzt vielleicht also, nicht so erkennen. Der Stein kommt aus Miami. Das ist ein Mitbringsel. Ah, guck mal. Und wenn der Stein eben auftaucht, dann geht einfach die Sonne wieder auf. Die Sonne kommt zurück und ein ganz bestimmter Herzenswunsch lässt sich auch verwirklichen. Und dann kommt es eben dazu, ist es der Sodalit, ist es der Chrysopras, ist es Tigerauge, der Opal, der Azurit, was auch immer dann daneben liegt. Und das gibt dann Aufschluss. Und greifst du einfach, also können wir mal so eine kleine Beratung spielen, also mit den Steinen, dass du einfach mal sagst, du greifst da einfach nur rein und gibt es irgendwie von irgendjemandem eine Frage, möchte jemand was beantwortet haben oder sonst irgendwas? Lisa, gibt es irgendetwas? Jemand in der Regie, möchte jemand was wissen? Ich frage dann, keiner will gerade was wissen, die sind überfordert gerade. Dann sage ich einfach mal, kannst du mir so ein bisschen sagen, was in diesem Jahr noch Großartiges hier auf mich so zukommt? Tolle Frage, oder? Was kommt denn Großartiges auf dich? Also, bei dir ist es jetzt das sehr Spezielle. Du hast die Apachenträne neben dem Bergkristall und das weist auf der Zoisit mit Rubin hin. Da kann ich dir schon eins verraten. Zoisit mit Rubin, ja. Der Stein heißt so. Der Stein ist so, heißt so. Und das heißt eigentlich ganz einfach, dass dieses Jahr sehr viele Nebel sich lichten, dass es also sehr viel Neues gibt, auf was du dich einlässt und dass es ums Hochkarätige geht. Das heißt, wertvolle Informationen, es geht sehr viel auch mit neuen Gästen, wo man also auch sagen kann, dass es weiterbringt, dass es auch die Horizonte aller eröffnet. Also ich darf heute zum Beispiel feststellen, dieses mit dem Meer, die Schule auf dem Meer, es geht so weit. Das sind neuzeitige Projekte, wo auch endlich in der Welt Anklang finden möchten. Mhm. Und wir dürfen darüber bei Leichter Leben sozusagen weiter berichten und solche Projekte Klarheit. Einfach vorstellen. Das ist ja auch unser Ziel, also auch das Ziel von Leichter Leben, Ihnen wirklich zu Hause mal Dinge zu präsentieren, von denen man zum allerersten Mal gehört hat. Denn das ist
vielleicht in erster Linie gar nicht verbunden mit Spiritualität, aber ich glaube, so eine 6-monatige Reise, wenn man die sich vorstellt, da geht man schon in sich. Und das ist mit 15 auch ein ganz wichtiger Weg, den man selber machen kann. Und ich glaube, da passiert ganz viel im Kopf. Auch das hat ein bisschen was mit Spiritualität zu tun. Also die neue Zeit hält auch hier Einzug. Und wenn man dann diesen wunderschönen Landschaftsjaspis nebendran sieht, dann ist es halt einfach diese wundersamen Wege, wo dann man umdenken kann, wo man es mit Leichtigkeit schafft. Und vor allen Dingen diese Schwere, dieses Wintermantelgefühl, das hört auf. Die Vögel kommen ja zurück, das ist ja was sehr, sehr Schönes. Wer mehr über die Steine natürlich wissen möchte, der kann auch den Kontakt über unseren Partner Questico zu dir suchen oder natürlich heute auch in deine Sendungen nochmal reingucken. Die Kabbala, das ist so dein anderes Thema, vielleicht kannst du da nochmal so 2, 3 Sätze dazu sagen, für die, die davon noch gar keine Ahnung haben, was das bedeutet. Die Kabbala, das gründet auf die hebräische, jüdische Geheimlehre zurück. Das ist so, wie die Welt funktioniert. Das sind so diese Berechnungen, Pythagoras und das Ganze, die ganzen großen Namen, die dort sind. Und das vereint sehr viele Themen unter einem Hut. Man kennt die Numerologie, man kennt die heilige Geometrie, die Natur- und Grenzwissenschaften. Das gründet alles da drin. Und anhand von Geburtsdaten und Namen kann man sehr schön aufschlüsseln, wer bin ich, woher komme ich und wo muss ich hin. Man kann die Lebensaufgabe sichtbar machen. Wenn jemand heiratet, verändert sich mit dem Namen die Lebensaufgabe. Man kann wunderschön die Namen auseinandernehmen, sag ich mal, und versteht dann vielleicht auch ein bisschen mehr über sich selber, sein Leben und die Talente und Fähigkeiten, wo man hin kann. Mhm. Und da gibt es natürlich diese Highlights, wo dann jeder weiß, eigentlich kann ich mit alten Menschen umgehen, aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, im Altenheim zu arbeiten. Und da kann man dann doch mal sagen, mach das mal, probier mal und dann kann da tatsächlich eine neue Welt aufgehen. Also auch hier wieder Bewusstseinseröffnung, das heißt vielleicht mal wirklich den Hinweis geben, andere Wege mal auszuprobieren, andere Wege mal zu gehen, die man am Anfang... Ja, die man nicht will, nicht oder Bezug, ja, oder man denkt, das gibt's nur ehrenamtlich. Also es gibt sehr, also die Engel oder der Himmel, der hat sehr merkwürdige Wege, einem manchmal dahin zu führen, wo man hin muss. Und es ist halt einfach wie so ein kleiner Wegweiser, wo man sich auch mal festhalten kann. Was immer ganz wichtig ist, ich glaube, wir alle brauchen ein klein wenig Halt und wir alle brauchen ein klein wenig Sicherheit. Hier, bist du gut aufgenommen worden in unserem Astro-TV-Team? Ja. Erzähl mal so ein bisschen, weil ich finde das ja immer so ganz spannend, wenn die Berater, wenn ihr auch mal sagt, dass wir können es ja jeden Tag behaupten, dass hier tolle Energien, dass hier eine tolle Stimmung herrscht. Aber wenn man doch hier so ein kleiner Teil ist, dann... hat man schon auch so seine Freude, oder? Also es geht schon in der Maske los. Es war sehr lustig heute. Und ich bin sehr gut aufgenommen worden und auch fühle mich wohl. Ich war auch gar nicht so wirklich nervös. Und ja, es ist halt ein bisschen anders wie das, was ich gewöhnt bin. Die Professionalität ist halt spürbar. Das freut uns und wir freuen uns ja auch immer wieder, wenn wir neue Gesichter vorstellen dürfen, die den sogenannten frischen Wind ja auch mal wieder in den Sender bringen. Bleibt uns noch lange erhalten und ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass wir über miteinander gesprochen haben, mein lieber Alexander. Jetzt mal ein kurzes Päuschen und zwar geht es um die Schmuckstücke von einer Frau, die sich auch sehr mit Edelsteinen und Heilsteinen auskennt. Gabriele Iasetta nämlich, und wie sie an die Schmuckstücke rankommen, zeigen wir Ihnen jetzt. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Johann Kegler ist heute zu uns gekommen. Er verwirklicht ein ganz tolles Projekt, nämlich Ocean College. Da geht es um 6 Monate, eine Schulreise. Man kann schon sagen, das ist etwas andere Schullandheim beizutreten. Und es geht natürlich da auch um eine Finanzierung, denn... das ist ein Projekt, das wird wahrscheinlich auch nicht vom Staat finanziert, sondern das ist ein Projekt, das Eltern finanzieren, um ihren Kindern eine Möglichkeit geben, auf Reisen zu gehen. Ein heftiger Geldbörse, muss man sagen. Klingt am Anfang zumindest so.
Absolut. Also es ist für uns mal so paradox, weil die Summe ist sehr hoch und wir wissen halt, was die ganze Reise kostet. Und dann denken wir immer, hoffentlich reicht sozusagen. Ja? Also die Reise kostet 22.000 Euro für ein halbes Jahr. Da ist alles drin. Ich sage immer, ich würde mich entspannen, wenn es 25.000 kosten würde, weil ich weiß halt, was so ein Schiff kostet für ein halbes Jahr und was die Lehrer kosten und was so ein Landaußenteil kostet und was Versicherungen kosten. Also wir verdienen damit kein Geld in dem Sinne, es ist keine Cash-Cow. Ja? Trotzdem bleibt es halt sehr viel Geld. Ja? Man kann natürlich sofort sagen, naja, normale staatliche Schule kostet auch Geld. Ne? Also ich meine, die ist halt nur umlagefinanziert. Und es gibt ja diesen Satz, wenn die normale Schule ein Unternehmen wäre, sie wäre längst pleite. Ja? Trotzdem, es bleibt viel Geld und wir versuchen jetzt mit einer Crowdfunding-Kampagne, die jetzt gerade läuft, auf Startnext, versuchen wir Geld einzusammeln, um zumindest einen Schüler damit zu finanzieren. Wir haben das öfter schon mal über solche Kampagnen berichtet. Das heißt, da geht es wirklich darum, um Menschen zu unterstützen, die tolle Projekte ins Leben gerufen haben. Hier geht es um ein Projekt, wo ihr gar nichts davon eigentlich habt, sondern wo ein Schüler etwas davon hat, denn genau. Der kann über diese Geldeinzahlung, über diese Spende von Menschen einfach ein Teil eures Projekts werden. Genau, wir haben eine Schülerin zum Beispiel, die hat gesagt, also hat eine tolle Bewerbung geschrieben, hat gesagt, sie will unbedingt mit und man hat auch gemerkt, ja, die ist richtig für uns, ja, und die hat sich ihre Haare abgeschnitten, um Geld zu generieren dafür, ja, und also so einer Schülerin würde ich zum Beispiel sehr gerne sagen, hey, hier sind ein paar tausend Euro dafür, noch dazu, ja, und da gibt es andere Beispiele auch, also jetzt haben andere Schüler auch selber Crowdfunding-Videos gedreht zum Beispiel und andere haben angefangen, Zeitungen anzuschreiben, um Berichte zu schreiben von der Reise zum Beispiel oder selber auf Sponsorensuche zu gehen, ja, also unsere Vision ist es, den Preis zu senken, weil ich denke schon, wirklicher Fortschritt passiert nur, wenn ich nicht die gleichen Menschen sozusagen habe. Also es gibt dieses Beispiel, was passiert, wenn ich 400 Schwerverbrecher ins Gefängnis tue? Da kommt nichts Gutes bei raus. Also es muss eine Durchmischung sein. Ich will eigentlich von jedem etwas, also ich will von jeder Schicht sozusagen jemanden dabei haben. Und deshalb ist jetzt ein Anfang, dass wir selber Geld generieren wollen, um da einen Anfang zu setzen. Und in Zukunft soll es mehr werden. Auf jeden Fall. Man kann da immer nur diesen Aufruf machen, dass man sagt, da gehen Sie mal auf die Seite. Und wenn es nur ein Euro ist, aber wenn alle unsere Zuschauer ein Euro spenden würden, dann könnten wir vielen, vielen Teilnehmern die Chance geben, die vielleicht aus finanziell nicht den bestgestelltesten Familien zu kommen, einfach auch wirklich so etwas zu ermöglichen. Denn manchmal hat man auch dieses Gefühl, gerade auch in unserem Bildungssystem, dass für die Reichen immer ein bisschen mehr gemacht wird, als vielleicht für die Schicht, die eben nicht ganz so viel hat. Auch da immer schwierig, ne? Das gut einzuteilen. Ja. Wie gehst du selber jetzt an diese Sache ran? Weil los geht es ja, wenn der Sommer vorbei ist. Das heißt, ihr startet im Herbst und zwar von Hamburg aus. Und dann wollt ihr über die Feiertage in der Sonne sein. Ja, ich sage immer so, die Eltern fragen auch immer, warum fahrt ihr nicht früher los? Besser zum Schuljahr passend so, ja, weil die Schule fängt ja immer an nach den Sommerferien, so September ungefähr, ja, in den Bundesländern. Aber man darf eben nicht zu früh in der Karibik ankommen, weil dann noch Tropenstürme sind. Man darf erst Weihnachten dort ankommen, deshalb können wir erst am 15. Oktober losfahren. Früher geht es halt einfach nicht. Ja. Und man darf auch nicht zu früh über den Nordatlantik zurück wollen, weil dann noch Orkansaison ist. Das heißt, wir müssen uns einfach an den Atlantik anpassen. Das finde ich übrigens auch sehr schön. Auch wenn man rüberfährt, finde ich auch eine ganz tolle andere Wahrnehmung von Zeit. Wenn man rüberfliegt, dann ist man sofort im Jetlag drin. Wir stellen die Uhr alle paar Wochen um, wenn wir rüberfahren. Also es ist ein ganz gemächliches Ankommen. Also ich denke, es ist auch eine ganz andere Form von Bewusstwerden von Zeit. Ja, Entschleunigung. Also wir sind ja hier bei einem Sender, wo wir ganz oft über Bewusstsein, über auch wieder den Kontakt zur Natur, auch wieder diesen Kontakt mal miteinander umzugehen und eben in dieser Ellenbogengesellschaft, in dieser rasant schnelllebigen Zeit nicht alles an uns vorbeilaufen zu lassen. Auch da ist so eine Reise natürlich etwas, was Bewusstsein öffnen kann. Ja, absolut. Richtig. Also das ist unser ganz großes Ziel. Meine Erfahrung damals, als ich da war, also als ich diese Reise gemacht habe, war, das Tollste war wirklich, einen Monat lang kein Geld in der Hand zu haben, zum Beispiel. Ja, das ist eine ganz große Erfahrung, wenn man einfach, weil auf dem Atlantik kann man nichts kaufen. Ne? Also da auch einen Monat lang kein Handy zu haben und kein Internet zu haben. Ja? Und einen völlig anderen Rhythmus zu leben. Also das ist schon eine Sache, die einen persönlich... Ich glaube, wir haben ein kleines Tonproblem. Ich glaube, du hast wieder Mikro abgerissen. Daran liegt es. Warte mal, wir holen es wieder hervor. Da ist es. Ich glaube, wir brauchen das Mikrofon von Lisa nicht. Okay. Gut, haben wir wieder Ton?
Super, herrlich. Ja, also diese Erfahrungen, glaube ich, das ist auch etwas, was für Jugendliche ganz wichtig ist, nämlich wirklich auch mal zu wissen, mit wie wenig können wir eigentlich überleben und wie wenig brauchen wir, weil der Platz wird ja auch begrenzt sein. Das heißt, die werden nicht mit ihren Computern und ihren Anlagen, ihren Spielen, Konsolen auf diesem Schiff erscheinen können, sondern natürlich auch hier sehr spartanisch die 6 Monate ausgestattet sein. Es gibt eine Packliste, die vorgeschrieben ist. Also genau das muss mitgebracht werden. Wir brauchen ja die richtigen Sachen. Ne? Wir brauchen also wenig, aber dafür die richtigen Sachen. Und die in sehr hoher Qualität. Also nicht irgendwelche Schuhe. Und wir brauchen auch nicht irgendwelche Segelausrüstung. Das muss schon was Gutes sein. Ja? Aber die Erfahrung ist halt die, dass man sehr begrenzt ist auf sehr engem Raum, in einer unendlichen Weite unterwegs ist. Ja. Ne? Also das ist beides. Ja? Für wen ist es manchmal schwieriger? Ich meine, es ist die erste Reise, die von dir jetzt so durchgeführt wird, aber du kennst dich da natürlich aus und hast des Öfteren bestimmt auch die weinenden Eltern gesehen, die ihre Kinder verabschiedet haben. Ist es schwieriger für die Kinder loszulassen oder für die Eltern? Ich glaube für die Eltern, ja, ehrlich gesagt. Ja. Und ja, es ist das Emotionalste, was wirklich passiert, also damals auf meiner Reise, wenn man wieder ankommt nach 6 Monaten, also wenn man da ankommt im Hafen und nach 6 Monaten vom Meer wieder runterkommt, das ist überwältigend. Mhm. Ja. Aber ich glaube, für die Eltern ist es schwieriger, loszulassen. Ja. Ja, und dann ist es natürlich wieder die Eingliederung, die danach folgt, denn ich glaube, man hat da schon auch so ein bisschen Weltenbummler-Flair auf so einem Schiff, also es ist was anderes, als diesen Schulalltag zu haben und dann wieder zurückzufinden, aber auch das gehört zum Leben dazu, sich wieder einzugliedern und wieder ja, im Strom mitzuschwimmen. Genau, richtig. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man da wieder zurückkommt und auch merkt, okay, das war jetzt natürlich nicht das normale Leben, was man jetzt immer führen wird, ganz klar. Ja. Wovor hast du persönlich als Projektteam, als derjenige, der ja auch die ganze Zeit irgendwie dann mit vor Ort sein wird, wovor hast du am meisten Respekt, am meisten Angst, da, wo du sagst, das sind die größten Probleme, die wir erwarten werden? Also Angst ist, glaube ich, grundsätzlich nie gut. Respekt finde ich viel schöner, das Wort. Also was kann passieren? Auf dem Atlantik, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in so einen Container reinfährt, der unter der Wasseroberfläche schwimmt und dann fährt man da rein und dann so ein Schiff kann halt auch sinken. Das ist so. Ja. Wir haben natürlich sämtliche Sicherheitsausrüstung dabei und Rettungsinseln und so. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt am meisten Respekt davor, wenn man da drüben ist und dann dort mit den Schülern an Land ist, weil da drüben ist halt nicht Deutschland oder Europa. Also da sind andere Sicherheitssysteme und wenn ich da die Polizei rufe, dann ist was anderes, als wenn ich die hier rufe. Das heißt, auf dem Schiff selber versteht jeder, die Umgebung ist so einmalig, dass man da sich benimmt, dass man da sozusagen jetzt nicht aus der Reihe tanzt. Aber wenn ich da drüben an Land bin, also ich würde da niemals Schüler zum Beispiel alleine loslassen, dass die immer in Gruppen unterwegs sind, dass die keinen Schmuck dabei haben, dass sie kein Geld dabei haben, keinen Pass dabei haben, sowas. Ja? Mhm. Weil da drüben möchte ich nicht die Szene erleben, dass dann da jemand irgendwie verletzt wird oder so, ich mit dem ins Krankenhaus muss, weil es einfach völlig andere Systeme sind. Mhm. Ja? Also davor habe ich am meisten Respekt, muss ich sagen. Nicht auf dem Schiff, weil wir haben auch Profis dabei. Wir haben ja Kapitän und Crew und alles. Also auf dem Schiff selber, nö. Aber es geht im Endeffekt auch so ein klein wenig darum, diese Fachidioten wegzukriegen und wirklich zu sagen, wenn ihr irgendwann mal in den Alltag einsteigt, auch in euren Berufsalltag, dann müsst ihr ein bisschen was auch von der Welt gesehen haben. Und das kann man in diesen 6 Monaten natürlich, weil man sehr viele verschiedene Bereiche, sehr viele verschiedene Länder bereist und natürlich auch die Unterschiedlichkeiten kennenlernen wird. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja auch noch das Konzept von den externen Experten. Das heißt, wir haben Leute dabei, die nur für einen Teil mitfahren. Zum Beispiel haben wir ein tolles Projekt mit One Earth, One Ocean. Die messen Mikroplastik im Meer mit einer ganz großen Messanlage. Die nehmen wir mit und die zeigen den Schülern, wie messe ich Mikroplastik. Und da habe ich auch die Verbindung genau zum Kernansatz auch von uns, Unterricht praktisch zu machen. Also das heißt, wir schalten irgendwann GPS aus und dann müssen die Schüler den Kurs von den Sternen berechnen. Und dann verstehe ich wirklich, jetzt muss ich wirklich richtig rechnen. Und warum muss ich jetzt eigentlich das und das rechnen? Oder Biologie, einen Fisch sezieren, den wir angeln. Oder halt dieses Mikroplastikprojekt. Also wir haben Leute dabei, bloß keine Lehrer, sage ich jetzt mal, die aus dem richtigen Leben kommen und die mit den Schülern dann Projekte, Seminare, Module durchführen, die wirklich praxisnah sind. Praxisnah, natürlich wird das andere Schulsystem nicht vernachlässigt. Auch da wird der klassische Unterricht dabei sein, damit sie eben ihren Anschluss nicht verpassen. Ein tolles Projekt. Wie gesagt, hier die Internetadresse, die wir eingeblendet haben. Schauen Sie da einfach mal vorbei und geben Sie vielleicht irgendjemandem auch die Chance, dass er an diesem Projekt teilhaben kann, für den es einfach finanziell ansonsten äußerst schwierig werden könnte. Mal wieder was Gutes tun, auch nach Weihnachten, finde ich eine schöne Aktion. Johann, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt. Also vielleicht sehen wir uns ja dann in 2018 wieder, genau. Wenn ihr zurückkommt. Das wäre eine gute Idee. Und dann erzählst du einfach, was so passiert ist. Ich bringe Bilder mit von der Reise. Ja, herrlich. Ich würde mich sehr freuen. Jetzt gucken wir nochmal auf den Spruch des Tages. Und Alexander, komm doch gerne rüber nochmal zu unserem großen Abschlussbild. Der Spruch des Tages heißt heute: Ausbildung heißt, das zu lernen, von dem du nicht einmal wusstest,
dass du es nicht wusstest. Der gefällt mir sehr gut. Ralph Waldo Emerson hat das gesagt. Sehr schön. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr da gewesen seid. Du bist heute nochmal bei Astro TV zu sehen. Sie können sich natürlich Informationen auch noch holen über dieses wunderbare Projekt. Mehr dazu auf unserer Facebook-Seite. Also ruhig mal vorbeischauen. In diesem Sinne haben Sie einen fröhlichen Nachmittag. Bis dahin. Tschüss und Servus.